Hallo liebe Wassersportfreunde, herzlich willkommen bei People and Products. Heute geht es bei uns um ein ganz spannendes Thema, um die Winterneoprenanzüge. Und auch dafür habe ich mir natürlich einen echten Experten an die Seite geholt. Ich begrüße deswegen hier neben mir Tom Fisbeck. Moin Tom. Moin. Tag. Na? Du hast mir heute einen Neo mitgebracht und den wolltest du mir mal einmal vorführen. Was ist an dem so besonders? Genau, man sieht es ja schon ein bisschen. Der sieht sehr bunt aus. Das ist die Innenseite des Neoprenanzugs. Schade, ich dachte, der wäre cool gestylt. Nein, der ist klassisch schwarz von außen. Okay, ja. Das ist tatsächlich das Innenleben des Neoprenanzugs. Okay. Die Innenkaschierung des Neoprenanzugs ist halt ein bisschen wärmer als bei anderen. Okay. Und arbeitet letztendlich wie eine Thermoskanne, also reflektiert die Körperwärme wieder in den Anzug zurück und ist dadurch einfach ein bisschen wärmer als der klassische Sommeranzug. Genau. Okay, das klingt ziemlich sinnvoll. Ich habe außerdem gesehen, dass der Anzug, anders als ich es bisher so kenne, keinen großen Rückenreißverschluss hat, an dem man immer so schwierig reinkommt, sondern nur so einen echten schmalen Halseinstieg. Was ist das denn für ein Ding? Das ist der sogenannte Front-Zip-Anzug. Ja. Sprich Reißverschluss vorne. Okay. Hat den Vorteil, dass der Anzug über den Hals abschließt. Okay. Und man hat keinen Wassereinbruch mehr im Kragenbereich. Wassereinbruch ist ein passendes Stichwort. Ich werde mir diesen Anzug jetzt nämlich einmal ansehen und dann damit mal in die Ostsee springen. Ich glaube, um die Nummer komme ich hier nicht mehr rum. Also, ich steige jetzt mal da rein und dann sehen wir uns hier gleich wieder. So, ihr seht, ich bin jetzt schon mal halb reingekommen. Jetzt folgt noch der gute Rest. Ich führe euch das mal eben schnell vor. Und spätestens jetzt ist es saumäßig warm und jetzt freue ich mich langsam sogar richtig darauf, da unten mal in die Ostsee zu springen. Wir sehen uns gleich wieder. Also im Gesicht ist es ziemlich kalt, der Rest des Körpers ist muckelig warm. Ein weiterer schöner Vorteil eines dicken Neoprenanzugs ist einfach, dass 5 mm ganz schön Auftrieb mit sich bringen und ihr hier seht, dass ich ohne jede Schwimmbewegung ganz locker in der Ostsee dümpel und mir das hervorragend als neue Wintersportart vorstellen könnte, dann allerdings mit einem kleinen Glühwein in der Hand. Jetzt geht's so erstmal an Land. Herzlich willkommen zurück. Ich habe das kalte Bad gut überstanden, dank des schönen warmen Neoprenanzugs. Vielen Dank, Tom, dafür. Ja, gar kein Problem. Du hast uns aber noch 3 andere spannende Produkte mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Stimmt, das ist das Rundum-Sorglos-Paket für den Winter von Excel. Okay. Sprich Neoprenschuhe, Neoprenhandschuhe und die Neoprenhaube mit dem wärmenden TDC-Material. Und genau diese 3 Sachen könnt ihr diese Woche auf unserer Facebook-Seite gewinnen. Bis dahin bedanke ich mich für euer Interesse und wünsche euch eine schöne zweite Adventswoche.